Hi, hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Gartenrundgang Frühsommer, Sommer. Was haben wir gepflanzt, was haben wir geerntet und was haben wir auch schon verarbeitet? Ihr seht hier gerade unseren Holunder, der gerade von der Blüte in die Frucht geht. Also diese verblühten Dolden werden zu Beeren. Und beim Holunderbaum haben wir auch einen Nistkasten. Und da hat sich dieses Jahr eine Meisenfamilie eingenistet. Und es war so schön zu beobachten von wie das Männchen dem Weibchen am Anfang Futter bringt, bis hin zu die Küken sind geschlüpft und die Eltern haben rund um die Uhr ihre Brut versorgt. Und ich sage euch, das war teilweise ein Radau, also die haben ganz schön Rabatz gemacht, die Kleinen. Aber sie sind dann letztlich alle wohlbehalten, ausgezogen. Und ja, jetzt haben wir wieder eine Wohnung zu vermieten, ne? Bin mal gespannt, wer nächstes Jahr einzieht. Im Juni hatte ich in meinem großen Gewächshaus eine phänomenale Kohlernte. Ich hatte da angesät Rotkohl, Weißkohl, Brokkoli, Blumenkohl und Spitzkohl. Und hier ernte ich gerade meinen Brokkoli. Ich habe 4 wunderschöne, ja, saftige Brokkoliköpfe ernten können. Und die Pflanze lasse ich immer stehen, weil wenn man die Hauptfrucht rausschneidet und die Pflanze stehen lässt, bildet die Pflanze nochmal Seitentriebe, die dann auch wieder essbar sind. Also ihr könnt da noch eine ganze Weile euren Kohl beernten, wenn ihr den nicht sofort rausnehmt. Das Schöne, wenn man sein eigenes Obst und Gemüse ernten kann, ist ja, dass ab einem gewissen Zeitpunkt der Menüplan oder die Speisekarte im Prinzip vom Garten bestimmt wird. Also wann ist was reif, was ist gleichzeitig reif und was kann ich damit machen oder wie kann ich es verarbeiten. In dem Fall habe ich mich entschieden, dass ich ein Brokkoli-Kartoffelgratin machen möchte. Die Kartoffeln sind jetzt keine eigenen, das waren Frühkartoffeln. Wir haben keine Frühkartoffeln im Garten, unsere brauchen noch ein bisschen und deswegen habe ich mit zugekauften aufgefüllt und die jetzt einfach mal roh in 3 bis 4 mm starke Scheiben geschnitten, weil ich möchte das im Crockpot machen. Wenn ich meine Kartoffeln dann alle schön fein geschnitten habe, habe ich mir meinen Brokkoli genommen und auch da die Röschen einzeln abgetrennt. Die Abschnitte schmeiße ich nicht weg, weil aus denen kann man auch noch was machen, aber da kommen wir später dazu. Und ja, dann, wenn ich die ganzen Röschen fertig habe, dann ging es eigentlich auch schon ans Befüllen des Crockpot. Das habe ich mit etwas selbstgemachtem Butterschmalz begonnen, beziehungsweise ich habe meinen Crockpot, das ist jetzt ein 3,5 Liter, mit etwas selbstgemachtem Butterschmalz vorher eingepinselt, damit mir nichts anbrennt, weil die Kartoffeln sind ja doch sehr stärkehaltig und es kann dann schon mal sein, dass das, wenn es so lange liegt, ich rühre ja da nicht um, dann vielleicht unten ein bisschen anbrennt. Ich habe zwar, ja, eigentlich mache ich es pro forma. Wenn ich das dann eingepinselt habe, lege ich meine Kartoffeln jetzt einfach schön der Reihe nach als erste Lage. Im Prinzip mache ich das wie so eine Art, ja, im Prinzip ist es eine Kartoffel-Brokkoli-Lasagne, wenn man so möchte, weil ich die jetzt einfach so schichtweise zusammengesteckt habe. Hier seht ihr das sehr schön. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr gerne möchtet. Hier habe ich noch einen Trick für euch. Wenn ihr Brokkoli oder Blumenkohl vom Strunk befreien möchtet oder teilen möchtet, schneidet das Ganze nicht ganz durch, sondern nur am Strunk. Und dann seht ihr, dann bröselt nämlich nichts. Auch wieder hier im Strunk einstechen und dann aufziehen. Und dann bröselt euch nichts. Das reißt dann sauber ab und ihr habt nicht diese ganzen Krümelchen überall rumliegen. Nachdem ich jetzt hier meinen Crockpot beschichtet habe, meinen Keramikeinsatz geschichtet habe, nicht geschichtet habe mit Kartoffeln und Brokkoli, gebe ich noch ein bisschen selbstgemachte Gemüsebrühe dazu. Da gibt es schon ein Video und das verlinke ich euch super gerne unten in der Videobeschreibung. Und dann geht das Ganze jetzt erstmal nur mit Gemüsebrühe ungewürzt in den Crockpot auf Stufe High und darf dann erstmal anwärmen. Solange sich mein Gemüse im Crockpot jetzt erstmal anwärmt, habe ich noch den restlichen Brokkoli klein gemacht und in einen Glasbehälter gegeben, den ich vakuumieren kann. Das mache ich jetzt hier mit diesem Handvakuumiergerät. Das klappt super. Ich habe auch einen großen Vakuumierer, der den gleichen Aufsatz hätte, aber den schleppe ich mir nicht jedes Mal aus dem Keller hoch. Da ist dieses Handgerät super und dann kann ich das wunderbar vakuumieren und im Kühlschrank lagern und dann bleibt der wesentlich länger frisch. Und das macht jetzt gerade im Sommer echt Sinn. Also ich nutze das immer total gerne, egal ob das jetzt Erbsen sind. Ihr seht, das ist richtig fest. Erbsen oder Tomaten oder Knoblauch oder auch einen Salat. Mein Mann nimmt sich die Größe auch gerne oft als Salat mit in die Arbeit. Und dann wird der nicht so lasch,
sondern bleibt knackfrisch, weil er eben vakuumiert gekühlt ist. Hier verstelle ich gerade die Datum und Monat. Das kann man einstellen an diesen kleinen Rädchen. Und die restlichen Kartoffeln habe ich dann nochmal in die kleinen Boxen gefüllt und ebenso vakuumiert. Dann kann man das ganz wunderbar lagern und die Haltbarkeit ist wesentlich verlängert. Ja, und auch das ist jetzt wieder super fest. Also ich mag das System total gerne. Kann ich euch auch verlinken. Wir hatten diese Glasbehälter schon länger und dann habe ich das System nochmal, es gab es mal im Angebot mitsamt dem Handvakuumierer auch nochmal nachgekauft, weil wir das echt gerne nutzen. Hier seht ihr jetzt meinen Strunk und alle Abschnitte. Die schmeiße ich nicht weg, die friere ich mir jetzt ein und dann kann man da im Herbst-Winter einen super ja, Brokkoli-Cremesuppe draus machen oder man kann es als Grundlage nehmen, um bestehenden Brokkoli, wenn man jetzt ein bisschen Brokkoli nur hat, entweder daraus eine Suppe zu zaubern oder man macht eine Gemüsepfanne mit dieser Brokkoli, kann man ja auch nochmal klein schneiden. Also aus den Strünken lässt sich unglaublich viel machen. Wenn ihr das klein würfelt, könnt ihr das genauso in eine Gemüsepfanne geben. Ich mache meistens da draus eine Brokkoli-Cremesuppe. Nachdem ich jetzt meinen Brokkoli in den Gefrierschrank geräumt habe, habe ich wieder Platz auf der Arbeitsplatte und kümmere mich jetzt um die Soße von meinem Gratin. Das hier ist jetzt Kokosmilch, die würze ich mit Salz, Pfeffer und Gewürzen, die wir gerne mögen. Ein bisschen Paprika, ein bisschen Baharat und ich glaube, es war auch noch ein bisschen Knoblauch dabei. Beim Crockpot oder beziehungsweise beim Slow Cooken ist es nicht so sinnvoll, über den ganzen Zeitraum mit Milch und Sahne zu arbeiten, weil die bei diesen langen Zeiten mit diesen niedrigen Temperaturen anfangen kann zu säuern oder sogar auszuflocken. Das sieht dann nicht schön aus, wenn sich dann so ein bisschen ja, Eiweiß und Molke trennen. Deswegen entweder durch Kokosmilch oder was anderes ersetzen oder ihr nehmt das zum Schluss. Also die letzte halbe Stunde könnt ihr gerne mit Sahne oder Milch aufgießen. Das macht dann nichts. Aber sonst kann euch das eben passieren, dass das ein bisschen unappetitlich wird oder aussieht. Hier ist mir mein Gratin fast ein bisschen flüssig geworden. Das liegt daran, ich hatte am Anfang ja mit Gemüsebrühe etwas aufgegossen und ich hatte komplett unterschätzt, dass der frisch geerntete Brokkoli natürlich noch bummvoll im Saft ist. Und dadurch, dass beim Slow Cooken ja die Flüssigkeit nicht so verdampft, wie wenn man das im Backofen macht, hat natürlich auch der Brokkoli noch ein bisschen Flüssigkeit abgegeben. Also in Zukunft werde ich entweder mit wesentlich weniger oder gar keiner Gemüsebrühe arbeiten. Aber das hat ungeachtet dessen trotzdem total lecker geschmeckt, muss ich sagen. Im Juni ist es auch nicht nur angenehm für Salat und andere Gemüse- und Obstsorten, sondern eben auch für Beikraut. Und hier gehe ich mal regelmäßig durch die Beete und auch durch meine kleinen Hochkästen und putze die so ein bisschen aus. Aufgrund der Schneckenplage habe ich dieses Jahr einfach mal alles so ein bisschen eine Etage höher gestellt, was Schnecken gerne mögen. Und es hat super geklappt. Also mein Salat hat wunderbar überlebt. Jeder Salat, den ich eine Etage höher gestellt habe, alles andere ist mir gnadenlos gefressen worden. Also das ist tatsächlich dieses Jahr echt eine Sache gewesen. Aber vielleicht für die eine oder andere von euch, die noch irgendwie noch Salat irgendwie retten möchte, pflanzt das einfach eine Etage höher in Töpfen oder wie hier in Balkonkästen und dann habt ihr da vielleicht eine Chance, dass euer Salat überlebt. Aber dieses Jahr ist es echt schwierig. Und damit einen dann nicht auf einmal der Garten auf einmal zu grün wird, muss man natürlich auch regelmäßig mal jäten, weil nicht alles, was mit meinem Garten wächst, möchte ich auch zwingend behalten. Ne? Und hier habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt. Das ist jetzt eine unserer Riesenbrahma-Mädels, die letztes Jahr aus dem Ei geschlüpft ist. Also die Dame ist jetzt ein Jahr alt und die hilft mir jetzt hier ganz fleißig ein bisschen den Boden lockern und aufputzen, weil wir diese Fläche jetzt etwas entgrünen wollen statt begrünen. Ich komme da mit dem Rasenmäher nicht so gut hin aufgrund der ganzen Steine und dann ziehe ich mir jetzt hier die büschelweise raus und entweder geht das zu den Hühnern oder direkt zu den Wachteln, weil da pflanze ich immer ganz gerne so Grasbüschel in Töpfe und da freuen die sich dann auch immer, wenn sie dann hier ein bisschen grüne Wiese zum Knabbern haben. Im Juni habe ich dann auch schon meine erste Kräuter- und Gewürzernte. Ob das jetzt der Lavendel teilweise schon ist oder wie hier der Liebstöckel. Die erste Gewürzernte konnte ich da schon vornehmen, den ersten Schnitt. Inzwischen sogar schon den zweiten Schnitt. Und das mache ich immer ganz gerne, weil ich meine eigenen Gewürze und Kräuter natürlich im Sommer sammle, damit ich die dann im Herbst, Winter in meinen Gerichten wirklich
ja, dass da richtig nochmal Geschmack dabei ist, weil das ist ganz was anderes, wenn man die eigenen Kräuter und Gewürze in seinem Garten sammelt, die trocknet und dann aufbewahrt. Ich finde, das schmeckt frischer. Vielleicht bilde ich mir da was ein, aber ich finde, das schmeckt frischer. Hier habe ich den Liebstöckel im Dörrapparat getrocknet. Ihr habt das gerade gesehen, ordentlich verrieben und die Blätter von den Stängeln getrennt. Ich mache das immer im Ganzen, reibe mir die dann gleichzeitig klein. Das sind jetzt schöne Portionsgrößen oder Bruchgrößen und die Stängel, die behalte ich mir extra auf, weil mit denen kann ich dann ganz wunderbar meine Gemüsebrühe aus Resten verfeinern. Dann war im Juni auch schon meine erste Schalerbsen oder Markerbsenernte soweit, dass ich schon meine erste Ernte machen konnte. Ich konnte ein paar Mal ernten und hier pule ich meine ganzen Erbsen in meine Schale und das ergibt mir immer so eine schöne Kindheitserinnerung. Wenn meine Oma auf der Terrasse gesessen ist und entweder Bohnen gebrochen hat oder hier Erbsen gepult hat. Und das ist was, das finde ich unglaublich meditativ. Ich mache das dann auch wirklich total gerne. Da stehst du zwar eine Weile, wenn du die einzeln rauspulst, aber ja, es ist so ein Stückchen Kindheit. Bei der Oma im Garten rumtoben, machen, tun, ab und zu mal vorbeikommen, ab und zu mal eine Erbse klauen. Vielleicht zwei, drei Schoten pulen und wieder auf und davon. Und die Oma war da immer sehr fleißig und hat da ihren Vorratskeller voll gemacht. Und ja, das war ist eine schöne Erinnerung, war eine schöne Zeit. Zum Einkochen habe ich nicht genug Erbsen. Ich möchte jetzt aber auch nicht einfrieren, weil ich möchte sie im Curry verkochen. Da habe ich noch einen Curry gemacht. Und auch die vakuumiere ich jetzt und hebe sie auf, damit ich noch ein paar Erbsen nachreifen lassen kann, damit wir auch ordentlich Erbsen haben. Ich habe da ein ganz tolles. Was war es? Brokkoli, nee, Blumenkohl-Curry gemacht mit frischen Erbsen aus dem Garten. Das war super lecker. Im Juni waren dann auch schon die ersten Beerensträucher soweit. Also die Ernte dieses Jahr war tatsächlich nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Wir hatten Ende Mai nochmal richtig Frost mit Schnee, da ist mir vieles erfroren. Da habe ich auch alle meine Gurken verloren und das war ein bisschen schade, aber ein paar Beeren haben es tatsächlich doch geschafft und die sammle ich jetzt gerade. Das ist jetzt hier die schwarze Johannisbeere zum Beispiel, aber Himbeere und rote Johannisbeere haben dieses Jahr wirklich nicht so viel Ertrag bringen können, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Und ich habe mich dagegen entschieden, die jetzt einzukochen aufgrund der Menge. Das war einfach nicht genug, ihr seht das gleich, sondern ich wollte daraus jetzt dann Fruchtgranulat machen. Kein Fruchtpulver und auch kein Fruchtleder, sondern Granulat. Das mögen wir ganz gerne im Smoothie oder im Müsli. Das kann man dann da super drüber bröseln. Und jetzt mache ich die Johannisbeeren hier erstmal sauber und lasse die gut abtropfen. Nachdem die dann abgetropft sind, gebe ich sie auf ein kleines Blech also passend für meinen Dörrapparat. Kann ich euch auch verlinken. Die haben verschiedene Maße und das ist jetzt genau das Maß, das in meinen Dörrapparat passt. Da habe ich ein Backpapier zugeschnitten und dann gehen die jetzt erstmal im Ganzen in den Dörrapparat. Ab circa der Hälfte der Zeit sahen meine Johannisbeeren so aus. Das war mir noch nicht trocken genug, also habe ich sie mit einem Kartoffelstampfer noch mal ein bisschen gequetscht und noch mal dörren lassen, damit die dann auch wirklich schön trocken werden. Da war einfach die Außenhaut zu kräftig. Das ist nicht ganz durchgegangen. Jetzt sehen sie ein bisschen gequetscht und weiter gedörrt so aus, fast schon ein bisschen wie Cranberries. Und da gebe ich jetzt noch ein bisschen Zucker dazu, weil wenn ich die jetzt so mixen würde, dann würden mir die durch die Feuchtigkeit, die noch drin ist, zusammenkleben und dann wäre das ein fester Batzen und der Zucker hilft da, das ein bisschen besser zu granulieren. Jetzt bin ich auch schon fast fertig und das Ganze sieht wirklich schon sehr gut aus. Wir haben da jetzt schon ein sehr schönes Granulat. Das ist natürlich noch ein bisschen zu feucht, also geht das nochmal für ein paar Stunden in den Dörrapparat, bis das richtig schön, ich würde sagen 2 oder 3 Stunden, bis das richtig schön trocken ist. Da mache ich immer so eine Fingerprobe, das muss sich wirklich trocken anfühlen. Aber so sieht es jetzt schon mal richtig toll aus. Und das, wenn ihr euch dann so über einen Grießbrei, über Porridge, über euer Müsli drüber bröselt, herrlich und geschmacklich auch nochmal, gibt das nochmal her und gibt sogar Farbe, wenn ihr das im Smoothie dabei habt, teilweise. Jetzt ist mein Johannisbeergranulat fertig gedörrt und darf jetzt in mein Bügelverschlussglas. Und dann wartet es drauf, dass wir es brauchen. Ich habe das in sehr niedriger Temperatur gedörrt. Das heißt, es ist fast in Rohkostqualität. Also es ist noch viele Vitamine enthalten oder erhalten geblieben. Und es dauert dann zwar länger. Wenn ich nur für den Geschmack dörre, dann gehe ich viel höher, dann ist man auch schneller fertig. Wenn ich aber rohköstlich verarbeiten möchte, dann mache ich das über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen von 40, 50 Grad.
Mitte, Ende Juni war es bei uns dann auch endlich nachts so warm, dass ich mich getraut habe, meine Jungpflanzen ins Freiland zu setzen. Also die wärmeliebenden Jungpflanzen wie Zucchini und Kürbis, verschiedene Sorten, habe ich vorgezogen und auch dann schon die ersten Tomaten. Dieses Jahr war ich tatsächlich ein bisschen zögerlich, weil dadurch, dass wir so einen späten Kälteeinbruch hatten und ich schon so viele Pflanzen verloren hatte, habe ich sie dieses Jahr noch ein bisschen länger im Topf gelassen. Weil es tut schon weh, wenn man so lange hinpflegt, aus einem Samenkorn eine Pflanze zieht und dann erfriert einem die einfach. Und dieses Jahr war ich da ein bisschen, habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Hier habe ich jetzt verschiedene Zucchini. Ich habe dieses Jahr gepflanzt die Serafina, die Black Beauty und noch eine Kletterzucchini, noch irgendeine, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnern kann. Die gehen jetzt alle in die Hochbeete. Die Kletterzucchini möchte ich gerne an meinen Rosenbögen entlang leiten. Bin ich mal gespannt, ob es klappt. Ich hatte noch nie eine Kletterzucchini. Das war tatsächlich nicht selbst angepflanzt, sondern eine Hybride aus dem Gartencenter. Bin mal gespannt. Und hier setze ich jetzt aber, glaube ich, gerade eine Serafina ist das ein. Also die macht richtig schöne, große, ja, dunkelgrüne Früchte. Die Black Beauty ist etwas dunkler. Und ich wollte eigentlich auch noch eine gelbe, ich glaube Golden Zucchini, irgendwie so hieß die. Aber da haben wir dann tatsächlich, ist mir der Platz ausgegangen und ich musste einmal ein bisschen rechnen bei mir. Hier setze ich zwischen meinen schon schießenden Pflücksalat einen Butternut. Aus irgendeinem Grund habe ich echt ein bisschen Pech mit Hokkaido. Ich habe es jetzt in den letzten Jahren immer und immer wieder probiert und immer wieder sind sie mir entweder komplett weggefressen worden, bevor da überhaupt eine anständige Frucht rauskam, oder sie haben diese Fäule bekommen, wo die dann recht gut anfangen und dann einfach wegfaulen. Das ist mir beim Butternut noch nicht passiert. Toi, toi, toi. Deswegen habe ich dieses Jahr komplett auf Hokkaido verzichtet und mache jetzt hier meinen Garten mit Butternut voll. Hier sind aus zwei Körnchen auch tatsächlich zwei Kürbisse gewachsen. Die habe ich jetzt noch schnell geteilt und den größeren setze ich ins Hochbeet zwischen den schießenden Salat. Den lasse ich extra in die Blüte gehen, damit ich mir das Saatgut nehmen kann. Und das ist auch gleichzeitig eine ganz tolle Mulchdecke, so gesehen. Also er verschattet einfach den Boden. Und dann kann mein Kürbis sich besser anwurzeln, trocknet nicht so schnell aus. Und ja, ich kann, wie ich ja gerade vorhin gesagt habe, nichts wegwerfen. Deswegen, wenn schon etwas wachsen möchte, dann gebe ich ihm auch die Möglichkeit und Chance. Hier trauen wir uns mal ganz mutig, dieses kleinere Pflänzchen ins Freiland zu setzen. Da war bis vor einem Jahr noch der Hühnerfreilauf. Das heißt, diese Erde ist mehr als voll mit Nährstoffen. Und also diese Begrenzung, wo jetzt die Calendula und die Pfingstrose stehen und auch jetzt der Kürbis eingesetzt wird, das hat den Hühnern noch gehört. Das haben wir ein Stückchen zurückgenommen und ihnen dafür den in der Länge verbreitert. Und jetzt hoffe ich doch, dass es diesem kleinen Kürbis sehr gut gefällt und der weiterhin sehr fleißig wachsen kann. Ich habe ihn in ausreichender Entfernung zum Zaun, weil die Hühner, man möchte gar nicht glauben, was die für lange Hälse bekommen, aber die können so richtig, die können da so richtig weit rausgucken. Und jetzt habe ich das Ganze noch mit einem Schneckenkragen gesichert und dann hoffen wir einfach das Beste und drücken diesem kleinen Butternut ganz kräftig die Daumen. Wäre ja schön, wenn er da wachsen würde. Hier habe ich Zuckermais gepflanzt und auch nochmal Butternut rechts und links von meinen neuen Komposthaufen. Auch dieser Fleck, wo wir jetzt stehen, ist unser alter Komposthaufen gewesen. Das heißt, auch hier stehen die Kürbisse super nährstoffreich. Ich zeige euch die im Juli, wenn, also im Monat Juli, wir machen den Abschnitt auch gleich noch mit. Die haben ihre Größe fast verdreifacht. Also es ist Wahnsinn, was das ausmacht, wenn man einfach auf gutem Boden nährstoffreich seine Pflanzen pflanzen kann. Gegen Ende Juni wird es dann auch bei uns schon richtig schön warm und es macht durchaus Sinn, dass ich meine Gewächshäuser verschatte. Da habe ich für mich so einen kleinen Trick. Ich habe mal geguckt, was so Verschattungen kosten und das war es mir dann tatsächlich nicht so wert. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Bahnen, diese von diesen Makrolonplatten, dass die so breit sind wie diese Strohmatten, die man ab und an im 1-Euro-Shop bekommt oder in der 1-Euro-Ecke bekommt. Und dann habe ich mir einfach ein paar so Strohmatten geholt, die mit Gewichten beschwert und die schmeiße ich dann immer so ein bisschen über das Gewächshaus. Und das ist tatsächlich etwas, was bringt. Ich
habe mir gedacht, das probiere ich mal aus, aber es wird tatsächlich kühler. Da, wo das Fenster ist, schmeiße ich es natürlich nicht drüber, aber rechts und links. Und es bringt durchaus was. Also es wird dann nicht mehr ganz so heiß, weil ich im Gewächshaus ja auch meine Tomaten habe und auch Gurken hatte. Aber die sind mir leider, wie gesagt, in dem sehr, sehr kalten Einbruch Ende Mai dann nochmal erfroren. Fürs große Gewächshaus habe ich sowas noch nicht, aber da überlege ich mir auch, ob ich mir so ein Sonnensegel vielleicht drüber werfe. Einfach, dass man so ein bisschen abschatten kann, dass es nicht ganz so heiß wird. Aber mit der Lösung bin ich eigentlich ganz happy. Und wie gesagt, Gewächshausverschattung, wenn man mal guckt, das ist wirklich viel Geld. Und das hat mich hier die Matten jeweils 1 Euro und die Gewichte, glaube ich, auch 1,55 gekostet. Also ist in meinen Augen ist es das völlig wert. Hier räume ich jetzt mein Gewächshaus aus. Das heißt, da wo vorher jetzt die Zucchini und Kürbisse standen, habe ich auch noch so eine kleine Bank gehabt. Das ist meine zweite Etage, dann immer in der Anzuchtzeit. Das räume ich jetzt raus, damit die Tomaten und auch dahinter die Paprika Platz haben, weil die haben jetzt dann schon mit ihren Köpfchen die kleine Bank da berührt. Und jetzt ist Zeit, dass ihnen das ganze Gewächshaus gehört. Und sie haben auch schon eine schöne Größe erreicht. Und das ist jetzt auch eine Größe, wo ich sie dann festbinden möchte. Ich habe da so Clips, die ich oben einhängen kann. Ihr seht das hier in die Schienen. Das kann man sich. Ich gucke mal, ob ich es euch noch raussuchen kann. Die habe ich auch im Internet gefunden. Die kann man in diese Schienen einklipsen und dann die Führungsleinen oder die Bänder oder was auch immer ihr da machen möchtet, befestigen. Und dann kann man das Ganze einfach auch variabel justieren. Also ich gucke jetzt auch gerade, wo muss ich es einhängen, dass ich ungefähr die und die Ausrichtung habe. Und das Ganze kostet auch nur ein paar Euro. Muss ich keine Stangen reinstecken, weil die Stangen habe ich meistens im Außenbereich. Und hier im Gewächshaus kann ich das sehr gut über diese Bänder und Schnüre lösen. Und es klappt wunderbar. Ganz vorsichtig an der Pflanze einmal einen kleinen Knoten oder kleinen befestigen. Wie gesagt, es ist eher zum dran hochwachsen, als wie die Pflanze da wirklich fest zu fesseln. Für mich klappt es wunderbar. Aber wer gerne mit Stäben arbeiten möchte, kann das natürlich ganz genauso machen. Nur wie gesagt, ich habe die Stäbe meistens im Freiland und im Gewächshaus. Wenn ich das an diesen Führungsschienen festmachen kann, ist das wunderbar für mich. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen ausgegeizt und dann ist eigentlich dieses Gewächshaus auch fit für den Sommer. Zum Schluss noch ein bisschen gießen. Ja, ich gieße über die Tomaten. Ich habe da keine Probleme mit Pilzen, wenigstens nicht an windigen Tagen. Und ich wollte auch die Paprika dahinter erreichen. Sonst gießt man natürlich eher von unten. Also das ist schon richtig. Und damit ist der Juni abgeschlossen und wir begeben uns in den Juli. Das ist ein sehr früher, noch kühler Sonntagmorgen. Da nehme ich euch jetzt gleich mit in meine, ja, so sonntägliche Sommermorgenroutine. Zuerst mal lüfte ich alles und ja, schaue den Hühnern auch ein bisschen zu. Ich war schon draußen, dann mache ich mir einen Kaffee. Und an dem Tag hatten wir kein Brot mehr, also habe ich noch schnell ein Brot angerührt. Dazu habe ich mit meiner Getreidemühle das Korn gemahlen. Das ist jetzt eine Mischung aus Emmer und Dinkel. Das rühre ich jetzt, weil mir die Zeit, weil es mich eigentlich rauszieht, jetzt noch während des Mahlens an. Das ist mein Vollkornbrot ohne Kneten, verlinke ich euch auch gerne unten. Und während das geht, kann ich mich dann draußen im Garten austoben. Ihr seht das schon, es wird ein warmer Tag, es ist schon sehr hell und sehr sonnig. Also wurde an dem Tag ein warmer Tag und den Hühnern gefällt es dann immer sehr unter der Wildrosenhecke. Da baden die auch super gerne in der trockenen Erde. Sie haben zwar ein Staubbad, sie haben ein Sandbad, aber wenn sie sich es aussuchen können, genauso wie die Wachteln, gehen die am liebsten in die trockene Erde. Und genießen das immer sehr. Ja, die ältere Dame hier vorne, die braune, die ist auch schon 5, 6 Jahre alt. Die legt sich jetzt ein bisschen ins feuchte Grün und genießt das noch, dass es noch etwas kühler ist, bevor es dann wirklich mit der Mittagshitze richtig losgeht. Direkt nach den Tieren, dem Kaffee und auch jetzt dem Sonntagsbrot gehe ich dann auch schon mit meiner Gießkanne einmal durch die Hochbeete, weil die natürlich bei längeren Trockenperioden auch irgendwann mal bis in die Tiefe runter auch sehr trocken werden. Und dann gibt es immer mal wieder einen Schubs für die Pflanzen, dass die den Tag auch gut schaffen. Abends gieße ich dann meistens etwas mehr und dann gibt es immer noch mal einen Schubs am Morgen.
Und hier seht ihr gerade Zucchini, Karotten und den Salat. Und dann zeige ich euch nachher natürlich auch noch meinen Kürbis, wie weit der schon gewachsen ist. Lustigerweise, und mir ist das echt nicht aufgefallen, habe ich im Juli das gleiche an wie Ende Juni. Also da nicht verwundern, weil ich da im Prinzip, ich habe das zwischendurch auch mal gewaschen, aber das ist eine Kombination. So trage ich dieses Kleid immer total gerne, immer mit dieser Strickjacke. Also das ist ein Ensemble. Ich habe zwischendurch auch mal was anderes angehabt. Ich habe ein paar mehr Teile, die ich tragen kann, aber ich fand das selber ganz nett, dass ich da tatsächlich zweimal genau die gleichen Kleidung anhabe. Hier schaue ich mal nach meiner Kletter-Zucchini. Das habe ich euch ja vorhin gesagt. Die ist eine Hybride aus dem Gartencenter. Die hat mir Spaß gemacht, die wollte ich einfach mal mitnehmen und die ist jetzt auch die erste, von der ich schon zweimal sehr gut ernten konnte. Die selbstgezogenen, die legen es jetzt zwar auch schon gut vor, aber von denen habe ich noch keine Früchte. Was ich auch fast täglich mache, ist, ich kontrolliere meine Süßkartoffeln. Die beginnen jetzt, wo es wirklich warm wird, enorm zu schießen. Also da geht es jetzt richtig ab. Die haben teilweise gefühlt über Nacht bis zu 10 cm Wachstum. Und da ich die hier an diesen Bögen hochleiten möchte, schaue ich da jetzt regelmäßig, damit ich die noch erwische, bevor sie mir irgendwo abbrechen, wegknicken oder durch die Gitter gehen. Ja, und Kia ist auch dabei, ne? Die muss dann morgens braucht die ihre Streicheleinheiten. Wo kommen wir denn dahin? Und das stelle ich mir dann ganz hübsch vor, so wenn das in dem Tempo weitergeht, im August, September, wenn die dann richtig schön mit ihren Ausläufern, die können ja 2 bis 3 Meter Ausläufer bilden, wenn ich die dann so richtig schön über den Bögen habe und wenn die dann zu blühen beginnen. Das sind jetzt zum Beispiel lilafarbene Süßkartoffeln und die blühen auch wunderschön hell lila. Habe ich schon die ersten Blüten gesehen. Das ist dieses Jahr tatsächlich auch mein erstes Jahr mit Süßkartoffeln. Ich habe die noch nie angebaut. Ich habe dieses Jahr aber gleich einige Pflanzen jetzt in meinen Beeten. Ich hoffe, also im Moment sieht es vielversprechend aus, aber ich bin mal gespannt, was im Herbst, was ich dann ernten werde. Zeige ich euch natürlich dann auch. Ja, und nachdem ich mit dem Hochbeeten fertig bin, geht es weiter ins Gewächshaus. Hier seht ihr, was noch übrig ist. Wir haben noch etwas Kohl, eine ganze Reihe rote Beete und an der rechten Seite haben wir selbstgezogene Auberginen. Ich gieße meine Hochbeete meistens mit dieser mobilen Tauchpumpe. Die läuft über Akku. Das ist ein super Teil. Die kann ich in jede Regentonne auf dem Grundstück stecken und brauche dann nicht immer mit der Gießkanne hin und her laufen. Also da bin ich sehr glücklich drüber, über diese Möglichkeit. Und dann muss ich nicht immer den Gartenschlauch hernehmen. Also aus der Leitung, sondern ich kann sehr gut vor allem jetzt hier das große Gewächshaus oder die Gewächshäuser direkt mit dem Schlauch aus der Tonne gießen. Also das ist eine große Arbeitserleichterung. Nach dem Gewächshaus geht es weiter zur Wildrosenhecke und ihr erinnert euch vielleicht aus dem Wachtelvideo, als ich euch gezeigt habe, dass uns einer der Stürme im letzten Jahr die Bäume umgehauen hat, die Marillenbäume. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Der hat nicht alle zerstört. Ich wusste das nur nicht, weil ich habe die nicht selber ausgepflanzt. Die sind wild gekommen, also wahrscheinlich durch die Vögel. Wir haben insgesamt sogar 2 Marillenbäumchen, einmal rote und einmal gelbe. Und da frühstücke ich mich jetzt einmal gerade durch. Und ich bin da so glücklich, weil ich habe schon seit Jahren versucht, von der Nachbarin Stecklinge bei mir anzusetzen und die sind irgendwie nie geworden. Und jetzt haben mir die Vögel die einfach in meinen Garten gepflanzt und nach ein paar Jahren haben die jetzt tatsächlich auch angefangen zu tragen. Und das ist schon echt ein tolles Geschenk, da freue ich mich sehr drüber und bestätigt mich auch immer wieder darin, nicht immer alles gleich rauszureißen, sondern mal nur zu gucken, was passiert denn, was wächst denn da eigentlich, was da wild kommt. Nachdem ich mich dann einmal durch die Marillen durchgefrühstückt habe, geht es weiter zum Bohnenhaus. Da habe ich dieses Jahr Forellenbohnen und Zuckermais. Hier binde ich gerade eine Forellenbohne wieder ein bisschen hoch, die durch den Wind etwas runtergeknickt ist. Der gebe ich jetzt nochmal Führung. Über den Zuckermais bin ich sehr froh. Der letzten Jahre war es dem immer zu trocken, aber dieses Jahr ist es dem scheinbar feucht genug. Das ist sehr schön. Und auch die Stockrose ist da wild aufgegangen. Das ist ein Riesenbusch geworden. Ich sag's euch, so hübsch. Das gehört bei uns aber zum naturnahen Garten irgendwo dazu, dass ich auch Dinge einfach mal stehen lasse und ja, wie gesagt, schaue, was passiert. Wir sind jetzt fast schon Mitte, Ende Juli angekommen. Mein Gemüsegarten sieht inzwischen so aus. Auch meine Süßkartoffeln wachsen mir langsam tatsächlich über den Kopf, worüber ich sehr froh bin. Ich möchte ja die Bögen so weit wie möglich schließen.
Und ich binde da jetzt auch wieder hoch. Also sie wachsen gefühlt wirklich über Nacht 5 bis 10 Zentimeter, jetzt wo es so warm ist. Wichtig ist, das habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt habe, dass die nicht trocken werden dürfen. Also man muss wirklich schauen, die mögen keine Trockenheit, die sollte man immer wieder gießen. Und da bin ich jetzt auch sehr penibel hinterher, weil ich habe natürlich sehr viel Fläche mit meinen Süßkartoffeln belegt. Jetzt hätte ich natürlich auch gerne einen großen Ertrag, aber da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, ich hatte noch keine. Wer sich mit Süßkartoffeln auskennt, darf bitte gerne unten kommentieren, was ich alles tun kann, dass ich die möglichst gut hätschle. Hier seht ihr meinen im Juni eingepflanzten Kürbis. Auch der wächst mir jetzt inzwischen über den Kopf. Das ist ein Butternut, der bei dem inzwischen sehr geschossenen Salat steht. Und ja, hier die Stockrose nochmal. Jetzt gehen wir weiter ins kleine Gewächshaus. Da habe ich ja dieses Jahr Tomaten und Paprika drin. Hier habe ich jetzt ein, zwei Ausläufer, Seitentriebe stehen lassen. Ich geize ab einer gewissen Zeit, ab einem gewissen Alter der Tomatenpflanze nicht mehr so intensiv aus. Das mache ich nur am Anfang, wenn ich die Tomate wirklich in die Höhe kriegen möchte. Und dann lasse ich ihr ein, zwei Seitentriebe, weil ich bei mir die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann mehr Ertrag rausbringe. Auch dieser eine Seitentrieb, den ihr hier vorne seht, der trägt schon Früchte. Also Seitentriebe oder Ausgeizen tue ich nur bei Trieben, die keine Fruchtansätze zeigen oder keine Blütenansätze zeigen. Sobald die sowas zeigen, lasse ich sie dran. Und dann habe ich auch wirklich wesentlich mehr Tomaten, weil ich im Prinzip mehrere Pflanzen habe. Auch hier dasselbe wieder. Früh morgens verschatte ich wieder mit geübterem Schwung inzwischen mein kleines Gewächshaus. Wie gesagt, ich bin von der Lösung nach wie vor sehr begeistert. Das war keine 5 Euro und ich habe eine schön verschattete Tomatenresidenz. Dann nehme ich euch jetzt noch mit auf eine kleine Rundreise Richtung Hühner- und Kompostecke. Der Butternut geht ab wie nochmal was. Ihr habt den am Anfang des Videos gesehen und jetzt ist er schon dreimal so groß. Ich kann den jetzt langsam anfangen, bei den Hühnern entlang zu leiten. Hier ist der Kleine. Und ja, die Hühner kommen nicht dran. Das bin ich sehr froh. Ist stehen geblieben. Hier haben wir unsere Calendula, die ich für Tee verwende. Und hier ist eine Zinie aus einer Zinien-Lilliput-Mischung. Die sind so hübsch. Also da sind wirklich tolle bunte Farben dabei. Die ersten Tomaten werden reif. Und die nächste Generation wächst nach. Wird schon alles grün. Ich habe auch San Marzano. Die sollen super für Soßen sein. Und die erste Aubergine wird reif. Also das ist jetzt echt, jetzt geht es richtig los bei uns im Garten und da freue ich mich sehr drüber. Der Liebstöckel wächst schon wieder fleißig nach. Das heißt, in ein paar Wochen kann ich meine dritte Ernte vornehmen. Und ja, hier ist die neu angelegte Kompostecke und da haben ein paar auf den Kompost geworfene Kartoffeln komplett die Weltherrschaft übernommen über diesen Kompost. Und der Zuckermais, der im Schatten kümmert ein bisschen, aber der Sonne abbekommt, der wächst schon hoch. Und der Holunder, der auch wild aufgegangen ist, wird dieses Jahr auch ziemlich tollen Saft ergeben. Dann habe ich bei den Hühnern noch eine Wimpelkette aufgehängt. Ich finde, das sieht ziemlich niedlich aus. Die kann ich euch auch verlinken. Die ist wirklich wind- und wetterfest. Die ist richtig toll. Die mögen wir gerne. Und dann schließe ich dieses Video mit einer reich zu erwartenden Reniklodenernte. Wenn alles gut geht, haben wir da dieses Jahr richtig was zu tun mit denen. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Euch hat unser Rundgang durch den Garten in den letzten 6 bis 8 Wochen Spaß gemacht. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks für mich habt, dann freue ich mich da natürlich drüber, wenn ihr mir die in die Kommentare schreibt. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Macht's es gut, bis dahin. Alles Liebe, eure Saskia.